الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Heute bi'idnillahi ta'ala beginnen wir mit der Erläuterung des Buches Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam des Gelehrten Al-Hafiru ibn Hadjar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dieses Buch ist ein klassisches Fiqh-Buch, weil es sich mit den Themen des Fiqh auseinandersetzt. Und in diesem Buch sind alle Kapitel des Fiqh vorhanden, also sowohl die gottesdienstlichen Aspekte, Fiqhul Ibadat, wie zum Beispiel die Reinheit, das Gebet, das Fasten, Al-Zakah und Al-Hajj, und Al-Mu'amalat, also Fiqh des Umgangs, und damit ist gemeint Handelsrecht, Erbrecht, Eherecht und so weiter und so fort. Nur, dass dieses Werk unter der Kategorie Ahadithul Ahkam kommt. Ahadithul Ahkam sind die Ahadith der Gebote. Das heißt, es sind Ahadith, die haben jetzt nicht direkt was mit Aqidah zu tun. Die haben nichts direkt was mit Tafsir zu tun. Die haben nichts direkt was mit Sira zu tun. Es gibt Ahadithul Sira, Ahadithul Tafsir, Ahadithul Aqidah. Und das sind Ahadithul Ahkam. Und wenn man Fiqh studiert, dann studiert man klassische Fiqh. Das heißt, du nimmst Werke von klassischen Rechtsschulen und studierst das und lernst das. Und zusätzlich dazu, gibt es ein Fach, das heißt Ahadithul Ahkam. Also in den Studiengängen Islamwissenschaften gibt es ein Fach Ahadithul Ahkam und es gibt ein Fach, das heißt Ayatul Ahkam. Das heißt, das sind die Ayat aus dem Koran, die sich mit den Geboten befassen. Also nicht die Ayat, die jetzt mit der Aqidah was zu tun haben oder mit der Sira was zu tun haben. Das Gleiche, was ich gesagt habe für Ahadith, gilt also auch für die Ayat. Es werden hier nur Ayat genommen, in denen es um Gebote geht, ob gottesdienstliche oder weltliche Gebote. Warum? Warum lernt man das so? Im klassischen Fiqh, wenn du Al-Fiqh lernst, lernst du ja die Gebote, die einzelnen Gebote, was du zu tun hast und was du zu unterlassen hast. Wie du Wudu machst, wie du Zakah machst, wie du fastest und so weiter und so fort. Das Thema Ahadithul Ahkam, warum studiert man das noch zusätzlich? Ich habe doch, wenn ich Al-Fiqh lerne, da bekomme ich doch die Belege gesagt. Ja, aber der Unterschied ist was? Der Unterschied ist, dass bei Ahadithul Ahkam es uns nicht so sehr um die Auflistung der Gebote geht, sondern es geht uns hier darum, wie hantiere ich mit Ahadith. Das heißt, Das Studium der Ahadith al-Ahkam und Ayat al-Ahkam soll, also das Ziel dessen ist, dass der Student lernt, wie leite ich die Urteile ab. Nicht nur, was ist das Urteil, das lernst du im Fiqh. Wann soll ich fasten, wenn Ramadan beginnt? Wann beginnt Ramadan, wenn die Mondsichel sichtbar ist? Und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es uns darum, wir nehmen jeden einzelnen Beleg im Fiqh und schauen uns an, welche Lehren sind aus diesem Hadith. Und das mehrt beim Studenten die Fähigkeit, Urteile nachzuvollziehen. Und wenn er immer mehr lernt, natürlich auch die Fähigkeit, Urteile zu fällen. Aber dazu muss natürlich noch alle anderen Fächer studiert haben. Also es reicht ja nicht nur Hadith oder Ahkam zu studieren, du bist ja kein Richter dann. Das ist ja klar, du kannst keine Urteile fällen. Deswegen lernen wir das auch, damit wir so langsam aber sicher auch mal jetzt von der Amateurliga, aber so langsam aber sicher uns begeben mal in die, welche Liga? Heißt Mittelklasse? Anfängerliga? Naja. Ja? Bitte? Erst Anfänger, dann Amateur. Anfänger, dann Amateur. Ja. Und Kreis, Dingensliga und so weiter gehört zu Amateuren, oder was? Ja. Aha. Taib, al-Muhim. Das ist eine andere Wissenschaft. Mit der befassen wir uns jetzt hier nicht näher. Es gibt natürlich viele Bücher, viele Werke, die dieses Thema behandelt haben. Welches Thema? Also sie haben Ahadith gesammelt, die mit den Geboten zusammen, zu tun haben. Es gibt natürlich die klassischen Ahadith-Werke wie Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah. Aber diese Bücher, da geht es ja nicht nur um Fiqh. Nicht nur, da geht es Aqidah, Fiqh, Sirat, Tafsir, alles, was es überhaupt gibt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde gesammelt. Aber dieses Werk ist jetzt was? Wir entnehmen die Ahadith aus diesen Hadith-Werken. Also Imam Ibn Hajar hat jetzt nicht die Arbeit von Imam Bukhari übernommen, nein, sondern er hat sich Sahih al-Bukhari angeschaut, Sahih Muslim, Sunan ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik und so weiter. Die klassischen Hadith-Werke. Und dann hat er gesagt, dann schaue ich mir mal, was sind die wichtigsten Ahadith, Minimum, die ein Student kennen muss, um Urteile fällen zu können. Also wer Bulugh al-Maram nicht kennt, der braucht gar nicht erst anzufangen, Urteile zu fällen. Und wer Bulugh al-Maram kennt, muss natürlich noch die anderen Fächer lernen. Also nicht, dass jemand denkt, Mashallah, ich habe jetzt einen Hadith aus Bulugh al-Maram gelernt und jetzt bin ich der oberste Richter. Es gibt noch andere Werke, wie zum Beispiel Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ist auch so ein Buch, aber der Unterschied ist was? Der Unterschied zu Bulugh al-Maram ist, dass in Umdatul Ahkam auch die Ahadith der Ahkam vorhanden sind, also nur der Gebote, keine Aqidah, kein Sira, kein Tafsir, aber er hat sich begnügt mit was? Mit den Ahadith, die sowohl Bukhari als auch Muslim überliefert haben. Also Al-Muttafaq alay, wo man sich einig ist. Also die Fiqh-Ahadith, die sowohl Al-Bukhari als auch Muslim überliefert haben. Und deswegen sind es natürlich weniger als die in Bulugh al-Maram stehen. Weil in Bulugh al-Maram stehen noch viele andere aus den anderen Sunan al-Tirmidhi und Nasai. Also der hat sich jetzt nicht eingeschränkt oder beschränkt auf Bukhari und Muslim, sondern die ganzen Hadith-Werke. Bulugh al-Maram. Bulugh, Balagha, bedeutet erreichen. Ja, Balagha ist natürlich, wenn man die Pubertät, und Bulugh ist die Pubertät. Warum heißt die Pubertät Bulugh? Weil du es erreicht hast. Ja. Bulugh also ist das Erreichen. Also hier jetzt nicht die Pubertät, sondern was erreiche ich? Bulugh al-Maram. Al-Maram ist das Ersehene, das Ziel, das ich in meinem Blickfeld habe, dass ich erreichen möchte. also das Erreichen des Ersehnen oder des Zieles, min adillatil ahkam, also an Ahadith der Gebot. Das heißt, wenn du diese Ahadith kennst, hast du dein Ziel erreicht, dass du al-Fiqh kapierst. Ja, das bedeutet Bulugh al-Maram. Ist klassisch aufgebaut wie jedes andere Fiqh-Buch, also Kapitel Tahara, Kapitel, also Buch nennt man das ja, Kitab al-Tahara, Kitab al-Salah, Kitab al-Zakah, Kitab al-Siyam, Kitab al-Hajj, Kitab al-Buyu', Kitab und so weiter und so fort. Und wir befassen uns bi'idhnillahi ta'ala jetzt mit Kitab al-Siyam. Kitab al-Siyam. Der erste Hadith, hier heißt es, an Abi Huraira radiyallahu anhu qal. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, la taqaddamu Ramadana bisawmi yawmin wala yawmayn, illa rajulun kana yasumu sawman, falyasumhu muttafaqun alayhi. Was bedeutet das auf Deutsch? Abu Huraira sagte, der Gesandte Allahs sagte, geht dem Monat Ramadan weder mit einem noch mit 2 Tagen voraus, außer einem Mann, der gewöhnlich fastet, dieser soll diese fasten. Muttafaqun alayh. Wir sehen also, Al-Imam ibn Hajar erwähnt nicht die ganze Überlieferungskette, weil das Buch ist nicht für Hadith-Wissenschaftler gedacht, sondern für wen? Für den Richter. Der Richter, der will einfach nur, ist er, yani für denjenigen, der Urteile fällt, meine ich damit. Derjenige, der Urteile fällt, der will einfach nur wissen, ist dieser Hadith sahih oder nicht. Warum machst du das? Ja? Du Hadith-Wissenschaftler, du kannst gerne das erforschen, ich habe keine Zeit dafür, sag mir, ist dieser Hadith sahih oder nicht? Ja, jazakallahu khair. Und dann fängt er an zu arbeiten. Welche Lehren nehme ich daraus? Und deswegen, so war zum Beispiel Imam al-Shafi'i rahimahullah mit seinem Schüler, wer? Nein? Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal war sowohl ein Rechtsgelehrter, ein Jurist, als auch ein Hadith-Wissenschaftler. Al-Imam al-Shafi'i war ein Rechtsgelehrter. Das war kein großer Hadith-Wissenschaftler. Natürlich hatte er Wissen gehabt über Hadith-Wissenschaft und selbst auch Hadith gesammelt. Das macht er ja. Aber er hat jetzt nicht sein Leben verbracht, Hadithe herauszufinden und zu untersuchen und so weiter von der Authentizität, sondern, was sagte er? Er sagte, O Ahmed, wenn du ein Hadith kennst, dann sag mir Bescheid. Ja, das ist deine Aufgabe, ja? Wenn du ein Hadith kennst, dann sag mir bitte Bescheid. Also ich fange jetzt nicht an, die Welt zu umrunden und die Hadith zu sammeln. Das hast du ja getan, barakallahu fiqh, für deine Anstrengungen und so weiter. Wenn du einen Hadith kennst, sag mir Bescheid, damit ich dann die Gebote ableite. Und Imam al-Shafi'i war einer, gibst du dem einen Satz, leitet er mehrere hunderte Nutzen daraus ab. Das war sein Metier. Da kannte er sich super aus. Das ist genauso wie Al-Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Der war jetzt nicht bekannt dafür, dass er die Welt umreist hat und Hadith gesammelt hat, so wie Imam al-Shafi'i. Aber das war einer, gibst ihm einen Hadith, nimmt er ihn auseinander. Ja? Und dann kann er Gebote ableiten. Ja? Al-Imam Malik war so, natürlich auch ein Rechtswissenschaftler, ein Jurist, aber im Hadith war er ein bisschen mehr als Imam al-Shafi'i, deswegen hat er auch ein größeres Werk, Al-Muwatta. Aber auf jeden Fall, Ahmad ibn Hanbal, so wie er, war keiner von den 4 Imamen in der Hadith-Wissenschaft. Aber trotzdem waren sie alle 4 Juristen und haben alle 4 Gebote abgeleitet aus diesen Ahadith. Also hier sagte Abu Huraira, sagt. Wir werden jetzt hier in dieser Erläuterung nicht so sehr darauf eingehen, über die Überlieferer, also Abu Huraira und so weiter, die Sahaba, weil das zeitlich den Rahmen sprengen würde, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich auf den Hadith. Zuerst einmal At-Takhrid. Das ist das Erste, was man überhaupt macht. Takhriju al-Hadith. Was ist jetzt Takhrij? Takhrij bedeutet herauszufinden, zwei Sachen. Erst einmal herauszufinden, wo steht dieser Hadith. Das muss jeder machen. Punkt 1. Ja? Erst einmal guckst du, wo ist dieser Hadith. Ist er in Sahih al-Bukhari oder ist er in Sahih Muslim oder ist er in Sunan ibn Majah oder ist er in Musnad Imam Ahmad oder ist er in Sunan Abi Dawud und so weiter und so fort, Al-Muwatta. Wie macht man das? Das ist jetzt zwar nicht unser Thema, aber das schneide ich nur kurz an. Da gibt es verschiedene Methoden. Entweder, es gibt ja verschiedene Hadith-Werke. Es gibt verschiedene Hadith-Werke. Es gibt Hadith-Werke, die sind nach Kapiteln geordnet. Und es gibt Hadith-Werke, die sind nach Buchstaben geordnet. Und zwar nicht alphabetisch, einfach nur, natürlich alphabetisch, aber was wurde alphabetisch geordnet? Die Überlieferer. Das heißt Abu Huraira, obwohl Abu Huraira ist ja nur seine Kunja. Aber zum Beispiel Omar ibn al-Khattab, wenn du ein Hadith, wenn du weißt, Omar hat es überliefert. Das ist die Voraussetzung, um daraus zu profitieren. Wenn du weißt, Omar ibn al-Khattab hat den Hadith überliefert, dann gehst du zu Musnad Imam Ahmad zum Beispiel, ja? Und dann gehst du zum Buchstaben Ain. Und dann guckst du Umar und dann findest du diesen Hadith. So wie in jedem Lexikon man nach Buchstaben sucht. Wenn du aber jetzt bei Sahih al-Bukhari so suchen willst, dann kannst du lang suchen. Warum? Weil er natürlich die Hadith nicht gelistet hat nach Namen der Überlieferer, sondern nach was? Nach Themen. Und worum geht es hier? Also wo gehe ich hin? Kapitel Siyam bei Sahih al-Bukhari. Und dann finde ich diesen Hadith. Ja, da, wenn ich dann suche, in den Ahadith über Siyam in Sahih Bukhari, werde ich diesen Hadith finden. Jetzt sagt Al-Imam ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, muttafaqun alayh. Was heißt muttafaqun alayh? Genau, dieser Hadith, den findest du in Sahih al-Bukhari und diesen findest du in Sahih Muslim. Warum sagt er mir das? Ja? Sehr schön. Dann weiß ich, okay, in Bukhari und Muslim ist stark. Aber stellen wir vor, er sagt, Rawahu Abu Dawud. Und jetzt? Warum sagt er mir das? Was machst du mit dieser Info? Natürlich. Rawahu Abu Dawud, Abu Sunan Abu Dawud, As-Sunan, diese Klassifikation von Werken, die Sunan genannt werden, sind Bücher, die über alle Themen reden, also Fiqh und Aqidah und so weiter und so fort. Also gehe ich zu Sunan Abi Dawud. Und warum schlage ich dort auf? Ja gut, und was will ich denn jetzt machen? Ja, was brauche ich jetzt? Genau. Ich suche mir jetzt die Überlieferungskette raus. Die brauche ich ja. Um herauszufinden, ob dieser Hadith sahih ist, hasan ist, da'if. Und wenn er da'if ist, warum? Weil er munqati' ist, mursal ist, maqtu' und so weiter und so fort. Das heißt, sagen wir mal, er wäre in Sunan Abi Dawud, du schlagst dann auf, dann siehst du eine Überlieferungskette. Diese Überlieferungskette, da steht, natürlich Abu Dawud sagt, dass sein Scheich, der heißt dann XY, sagt, dass der gesagt hat und so weiter und so fort. Und da gibt es unterschiedliche Formulierungen. Sagt er Haddathana oder sagt er An und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich die Überlieferungskette. Was muss ich jetzt machen? Ja? Und wie mache ich das? Wie mache ich das? Soll ich gucken, ob da eine Lücke ist? Was soll ich machen? Ja? Ja, um was zu tun? Ja, das machst du jetzt. Du machst die Arbeit jetzt vom Hadith-Wissenschaftler. Was musst du jetzt machen? Barakallahu fik. Die Leute studieren. Das ist die Wissenschaft über, also es heißt Ilm al-Rijal, über die man, das nennt man Al-Jarhu wa Ta'dil. Al-Jarh ist eigentlich das Verletzen, also das Kritisieren. Ja? Das schlechte Kritisieren. Oder Ta'dil, das Gute kritisieren, also dass du sagst, entweder das ist ein Lügner in dieser Kette, oder nein, das ist ein Vertrauenswürdiger, oder nein, das ist ein Vergesslicher, nein, das ist jemand, der es drauf hat und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt die Überlieferungskette habe, muss ich jetzt was machen? Jeden einzelnen Überlieferer überprüfen. So, dann fange ich an, der eine heißt Humayd. So, dann gehe ich, da gibt es extra Bücher, ja, so viel Arbeit haben die Ulama geleistet, die alphabetisch geordnet sind, andere nach Namen, andere sind alphabetisch geordnet nach Städten und so weiter und so fort. Und dann gucke ich zum Beispiel Humayd oder Abdullah ibn irgendetwas, dann gucke ich nach jedem Buchstaben und dann finde ich ihn. Und dann wird es natürlich lustig, wenn er Abdullah ibn Abdurrahman heißt und du hast 5000 von denen. Ja? Das macht den Hadith-Wissenschaftler aus, herauszufinden, ja, und wer ist es jetzt? Wie will er das wissen? Zum Beispiel? Genau, Barakallahu Fik. Jetzt sagt er Abdullah ibn Abdurrahman, jetzt findet er, da gibt es ja 5 Abdullah ibn Abdurrahman. Dann schaue ich mir, wer hat von ihm genommen und er hat von wem genommen. Da steht Zubair ibn Amr, zum Beispiel, das sind ja erfundene Namen. Ja? Dann Zubair ibn Amr, das sind ja 100 Jahre Unterschied, das kann nicht sein. Der hat ihn nie im Leben getroffen. Und der, das ist er, der hat ja in der gleichen Stadt gelebt und so weiter und so weiter und so fort. Warum ich das jetzt alles so erkläre, ist, damit wir wissen, wenn hier da steht, Muttafaqun alay, Punkt, oder Rawahu Abu Dawud, Punkt, das ist nicht, der hat sich hingehockt und hat es einfach geschrieben, Salamu alaikum. Das ist jahrelange Arbeit. Das ist hier die Essenz, die du hier bekommst. Ja. Auf jeden Fall, dann guckst du, wer es ist, und dann guckst du, was haben die Hadith-Wissenschaftler über ihn gesagt. Was hat einer wie Al-Bukhari über ihn gesagt oder andere, ja, was haben sie gesagt, er ist vertrauenswürdig oder nicht und so weiter. Das machst du jetzt mit jedem Einzelnen in dieser Überlieferungskette und am Ende kannst du urteilen, die Überlieferungskette ist unterbrochen, da fehlt jemand. Wie merkst du das? Ja, der eine ist geboren im Jahre 5, der andere ist geboren im Jahre 105, das ist unmöglich, und gestorben ist er, bevor der andere überhaupt geboren wurde. Wo haben sie sich getroffen? Geht nicht, also ist da eine Lücke und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt sagen, Muttafaqun alayh, dann bedeutet das, dass es sowohl Bukhari als auch Muslim überliefert haben. Also diesen Hadith findest du bei Al-Imam al-Bukhari und den findest du auch bei Al-Imam Muslim. Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Wichtig, liebe Geschwister, ist, dass Imam Bukhari nicht nur ein Hadithwerk geschrieben hat, ja. Das, was wir sagen, Sahih al-Bukhari ist Sahih al-Jami' und so weiter. Aber er hat noch andere Bücher geschrieben. Und wenn wir sagen, dieser Hadith ist authentisch, weil er im Bukhari ist, dann meinen wir dieses Werk. Die anderen Werke von Imam Bukhari müssen studiert werden. Ist das klar? Also wenn wir sagen, hör mal zu, wenn al-Bukhari es überliefert, 100% authentisch, gilt nur für welches Werk? Sahih, As-Sahih al-Jami', das ist ein langer Titel. Auf jeden Fall, das, was wir mit Sahih al-Bukhari meinen. Er hat ein anderes Werk, das heißt Al-Adab al-Mufrat. Da müssen wir kontrollieren, nicht wir natürlich, also die Ulama, was sie natürlich auch getan haben. Dann eine Frage, Barakallahu Fikum, weil heutzutage versucht man ja an alles zu zweifeln, was man überhaupt findet. Und dazu gehört natürlich Sahih al-Bukhari. Wenn man schon an den Koran zweifelt, die Orientalisten meine ich, dann versuchen es natürlich bei Sahih al-Bukhari. Und dann kommen sie immer mit Sachen, und wer kein Wissen hat, der denkt, Allahu Akbar, die haben was Neues gefunden. Aber es ist sowas von uralt, diese Scheinargumente, die Ulama haben alle Scheinargumente schon widerlegt. Warum sagen wir überhaupt, dass Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim authentisch sind? Weil der Name so schön ist, Bukhari? Oder warum denn? Was denkt ihr? Weil er geprüft worden ist, dass alle seine Hadithe sahih sind, dass seine Kriterien, wie er die Hadithe ausgewählt hat, ist es sehr streng. Jazakallahu khair. Also nicht, dass ihr denkt, es wurde nie geprüft. Also wir reden hier von über 1000 Jahren. Von über also mehreren tausenden Hadith-Wissenschaftler, die jeden einzelnen Hadith, jede einzelnen Überlieferer auseinandergenommen haben und dann zum Ergebnis gekommen sind, Sahih al-Bukhari ist Sahih. Also das ist nicht so, dass Sahih al-Bukhari denen gesagt hat, Jungs, vertraut mir, ihr kennt mich doch, oh, alles klar, Sahih al-Bukhari ist so. Nee, so ist es nicht. Sondern sie sind zu diesem Entschluss gekommen, die Hadith-Wissenschaftler, das sind Leute, die haben es drauf. Das sind Ulama in diesem Metier. Und wenn dann einer nach dem anderen, Generation nach Generation, jeder untersucht, jeder untersucht, jeder untersucht, jeder untersucht, am Ende sagen alle, also ich habe keinen falschen Hadith gefunden. Und du? Nee, ich auch nicht. Und du? Nee, ich auch. Und du? Nee, ich auch. Deswegen sagt man, wenn du siehst, Al-Hadith ist in Sahih Bukhari, Augen zu, und der Hadith ist authentisch. Okay? Und das Gleiche gilt für Sahih Muslim. Es gibt natürlich jetzt Stufen der Sahih Ahadith und das Best, the best of the best ist Muttafaqun alayh. Ja, wenn beide sagen, dieser Hadith ist Sahih, also besser geht's nicht. Danach kommt was? Al-Bukhari, wenn es nur Bukhari überliefert hat. Und danach kommt, wenn es nur Muslim überliefert hat. Und was kommt danach? Nein? 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 Von wem? Zum Glück gibt es hier nur ein paar tausend Hadith-Wissenschaftler. Bitte schön, ihr könnt weitermachen, ja? Nein, hier liegt, das ist die falsche Fährte. Nee, nee, doch, doch, es gibt noch. Nein, Ahmed nicht, nein. Also wir reden nicht über die Djinn, ja. Also. Was andere überliefert haben, aber mit der Bedingung von Al-Bukhari und Muslim. Egal, ob es Abu Dawud ist oder nicht. Darum geht es nicht, ob es Abu Dawud ist oder nicht, oder Ahmed oder Imam Malik. Nee, nee. Es geht darum, wurden die Bedingungen von Al-Bukhari und Muslim eingehalten oder nicht? Also das sind Ahadith, die Al-Bukhari und Muslim nicht überliefert haben. Aber es sind die gleichen Bedingungen. Wenn es die Bedingung von beiden ist. Und dann die nächste Stufe, unten drunter. Barakallahu fik, die Bedingung nur von Bukhari und dann? Nur von Muslim und dann? Und dann der Rest. Und dann kommt tatsächlich der Rest. Und unter denen zu sagen, wer ist authentischer als die anderen, das ist nicht so einfach. Auf jeden Fall, weil nicht jeder wollte ja auch nur authentische Ahadith, sondern man wollte auch nicht authentische Ahadith niederschreiben und man sagt, wie Imam al-Tirmidhi, und dann sagt er, Achtung, das ist nicht authentisch. Warum schreibt er denn das? Damit wir natürlich aufpassen. Ja. Wie Sheikh Al-Bani, rahimahullah, der hat Bände, Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa. Bände, nur Hadith Da'if. Was hat denn der Mann getan? Warum macht denn der das? Ja, damit du weißt, wenn du ein Hadith hörst, guck ich mal, was sagt Sheikh Al-Bani? Da'if, ah, ist Da'if. Und der sagt ja auch, warum? Der sagt ja nicht einfach Da'if, Assalamu alaikum, ja, der sagt ja auch, warum. So, das ist nur so ein bisschen so ein Exkurs, damit wir verstehen, wie funktioniert das überhaupt. Hadith-Wissenschaft ist was Wunderschönes, ja. Ist sehr, sehr zeitintensiv. Ja. Aber Al-Imam ibn Hajar ist einer der größten Hadith-Wissenschaftler aller Zeiten. Schafiitischer Rechtsschule war er. Ja. Aber in Hadith-Wissenschaft, also da konnte ihm fast keiner das Wasser reichen. Ja. Ibn Hajar al-Asqalani. Derjenige, der die Erläuterung von Sahih Bukhari gegeben hat. So, aber jetzt. Der Hadith von Abu Huraira sagte, der Gesandte Allahs sagte, geht dem Monat Ramadan weder mit einem noch mit 2 Tagen voraus, außer einem Mann, der gewöhnlich fastet. Dieser soll diese fasten. Wenn man jetzt ein Hadith erläutert oder auseinander nimmt, dann nimmt man ihn Wort für Wort auseinander. Ja. Wir wollen natürlich jetzt aber nur auf fiqh-technische Angelegenheiten uns beschränken. Ja? Ansonsten könntest du ja sagen, der Prophet sagte, da fangen wir mal an, was bedeutet Prophet und so weiter und wer ist er? Also das ersparen wir uns, ja? Weil wir wollen ja nur die fiqh-technischen Angelegenheiten uns hier näher anschauen. Worum geht es in diesem Hadith? Es geht um Ramadan. Und um was genau? Fasten. Und um was genau? Derjenige, der regelmäßig fastet, soll auch weiterhin fasten. Und derjenige, der das nicht macht, der soll dann so sagen. Okay, ja. Es geht darum, dass wenn einer regelmäßig fastet, die Sunna, weil es einen Hadith gibt, wo der Prophet sagt, dass einen Tag vor als Sicherheitstag fastet, aber wenn es ein Montag ist und der fastet immer gewöhnlich montags als Sunna, dann soll derjenige, der immer fastet, das fasten. Ja. Es geht um den Fastenbeginn, wann wir anfangen sollen zu fasten. Sehr schön, genau. Das ist alles richtig. Also es geht darum, was darf man vor Ramadan fasten? Oder wer darf vor Ramadan fasten? Und hier wurde jetzt gesagt, geht dem Monat Ramadan weder mit einem noch mit 2 Tagen voraus. Das heißt, es geht darum, dass man nicht vor Ramadan, was ist für ein Monat vor Ramadan? Na? Und dann? Scha'ban, genau. Scha'ban und dann kommt Ramadan. Rajab, Scha'ban, Ramadan. Also der Monat Scha'ban, das Ende vom Monat Scha'ban, also sagen wir mal 28., 29. oder 29., 30., je nachdem, ob der Mond gesehen wird oder nicht. Diese letzten 2 Tage soll man nicht fasten. Außer, wenn man regelmäßig fastet. Ja, so, das ist so das Allgemeine. Das ist so das Fazit. Schauen wir uns mal das näher an. Was bedeutet überhaupt Fasten? Sprachlich bedeutet Fasten, etwas zu unterlassen. As-Siyamu huwa al-Imsak. Al-Imsak ist das Unterlassen, das Fernbleiben von einer Handlung. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal zu Maryam im Koran, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Al-Abama Fasten gelobt. Was hat sie also gemacht? Hat sie dann gefasst, nicht gegessen, nicht getrunken? Sollte sie das? Sie hat nicht geredet, weil das genau. Und deswegen sagt sie was? So werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Das heißt, das ist also die linguistische Bedeutung von Fasten. Fasten, Siyam, ist nicht reden. Im Fiqh versteht man unter Fasten was? Was ist die Definition von Fasten? Wie würdet ihr Fasten definieren jetzt? Das Definieren ist eine Wissenschaft für sich, ne? Wichtig beim Definieren sind 2 Sachen. Es muss umfassend und ausschließend sein. Barakallahu, genau das ist. Umfassend und ausschließend sein. Jami' mani'. Was heißt umfassend und ausschließend? Das heißt, wenn du jetzt definierst, egal was, Wasser, Ente, Kartoffel, egal was du definieren möchtest. Du musst, wenn du definierst, alles erwähnen, was dazu gehört. Du darfst nicht etwas auslassen. Stell dir mal vor, ich sage, das Gebet ist es Sujud. Ja, wie? Ist das Gebet nur Sujud? Wo ist Rukur? Das heißt, du darfst nicht etwas auslassen. Also das muss umfassend sein. Aber du darfst nichts in die Definition reinbringen, was nicht dazugehört. Ja? Stell dir mal vor, ich würde definieren, das Gebet ist, Adhan zu machen und dann Allahu Akbar zu sagen. Was hat denn jetzt das Adhan damit zu tun? Adhan ist eine Voraussetzung, ist außerhalb des Gebets. Aber das Gebet an sich machst du Adhan nach Allahu Akbar, sagst du Allahu Akbar. Und dann Alhamdulillah Rabbil Alamin und dann Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, machst du das so. Adhan ist außerhalb des Gebets. Also muss die Definition umfassend, alles was damit zu tun hat, muss rein und ausschließend sein. Alles was nichts damit zu tun hat, muss raus. Und dabei ist die Kunst was? Ja, natürlich, ganz kurz. Also nicht jetzt anfangen. Das Fasten ist eine schöne Sache und zwar, und das ist jetzt die Definition, ja, und zwar, dass du und so weiter und so fort und dann schreibst du einen Roman und das ist die Definition vom Fasten. Nee, nee, also Definitionen sollen kompakt sein. Und die Gelehrten hatten immer so ein Battle. Wer kann kompakter definieren, bis es Bücher gab, die kapiert kein Mensch mehr. Es gibt ein Werk, nennt man Hudud ibn Arafah. Ibn Arafah, tunesischer Gelehrter, vor mehreren hunderten Jahren lebte er. Und dem hat man gesagt, ja, wie redest du denn? Du kannst ja gar nicht mal richtig definieren. Also gesagt, was, ich kann nicht richtig definieren? Dann wart mal ab. Und dann hat er sein Werk geschrieben. Wenn du das liest, das ohne Erläuterung kannst du es gar nicht kapieren. Ja? Also, zurück zu unserem Thema. Was ist die Definition vom Fasten? Ja? Das ist in den Magen nichts reingegeben oder in den Magen nichts gelangt. Ist die Definition jetzt zu Ende? Punkt. Ist das jetzt eine Definition, die alles erwähnt hat, was man braucht? Oder fehlt da noch was? Also, dann musst du noch weitermachen, ja? Vielleicht das Unterlassen von Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Okay, also bleiben wir mal bei dieser Definition. Das Unterlassen von was? Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr? Ja, Latif. Von Sonnenuntergang bis Aufgang. Also du fängst nach Maghrib an zu fasten. Also, nee, alles normal. Von Sonnenuntergang bis Wiederuntergang. Von Sonnenuntergang bis Untergang, das sind 24 Stunden. Taqillah, ja, bringst du die Leute noch um. Von wann bis wann? Von morgen, nicht Sonnenaufgang, von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Fajr bis Maghrib. So. Ist das jetzt eine Definition, die umfassend ist? Warum nicht? Was haram? Ja, das gehört doch auch. Das ist eine Art des Essens und Trinkens. Man sagt ja auch im Arabischen Yishrab Sagair. Man trinkt Zigaretten. Im Arabischen sagt Yishrab. Also Yishrabu, man trinkt Zigaretten. Da fehlt aber eins. Etwas. Ja, natürlich. Für wen macht denn der das? Macht er das, weil er eine Diät angefangen hat? Der macht das für Allah. Also mit der Absicht, sich Allah zu nähern. Dann ist das eine umfassende und ausschließende Definition. Das heißt, er hat jetzt nichts erwähnt, was nichts mit dem Fasten zu tun hat. Also, As-Siyamu ist also die Unterlassung, wo haben wir es denn? Die Unterlassung oder die Anbetung Allahs, das soll die Absicht erwähnen, durch die Unterlassung der Angelegenheiten, die zur Ungültigkeit des Fastens führen oder, wie er es formuliert hat, weder Essen noch Trinken noch Geschlechtsverkehr, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Okay, das ist also das Fasten. Es besteht unter den Gelehrten ein Ijma', dass es Pflicht ist, den Monat Ramadan zu fasten. Und das ist so immer klassisch bei den Fiqh-Büchern, dass sie zuerst einmal die Sachen erwähnen, wo es keinen Meinungsunterschied gibt. Ja? Und das ist auch gut beim Fiqh-Lernen, damit man danach es leichter hat, die unterschiedlichen Ansichten zu lernen. Wenn man direkt die unterschiedlichen Ansichten lernt, wird es ein bisschen schwieriger. Aber was machen will, bitteschön. Aber die anderen sagen, nee, lernen wir erstmal den Konsens und dann hast du ja schon mal das, da brauchst du jetzt nicht, wer ist dafür, wer ist dagegen, nee, sind ja alle dafür oder alle dagegen eben. Und dann kommen die anderen Sachen. Also es besteht ein Ijma', Al-Ijma' ist was? Ja? Sehr schön. Und was ist ein Konsens? Al-Ijma'. Und was ist Ijma'? Konsens. Wer alle? FC Bayern und Barcelona? Ah, die Gelehrten. Welche Gelehrten? Ja? Also jetzt kommen wir mal zu dieser Definition. Sekunde gerade. Du sagst alle Gelehrten. Und jetzt haben wir was gesagt, brauchen wir bei der Definition. Es muss umfassend und ausschließend sein. Was nicht dazugehört, darf nicht dazugehören. Wenn du sagst alle Gelehrten, also von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an bis heutige Gelehrten, müssen die alle eine Ansicht sein, um von Ijma' zu reden? Aber du hast doch gesagt, alle Gelehrten. Frage ich mich, wie Ibn Baz mit Abu Bakr as-Siddiq dann geredet hat. Das geht ja nicht. Nur, das war's, danach gibt es kein Ijma'? Ja, wir haben sich dann auch getroffen. Bitte? Haben sie sich dann auch getroffen? Das ist eine gute Frage. Ja? Hat er ja gesagt. Danach gibt es kein Ijma'? Also in der Zeit von Ibn Taymiyyah gibt es kein Ijma' und von Ibn al-Qayyim und Ibn Kathir und Ibn Hadjar al-Asqalani und so. Abu Bakr hat auch Ibn Taymiyyah getroffen. Das musst du ihn fragen, ja? Die Gelehrten zu dieser Zeit. Allah barik fik. Also, das Al-Ijma' ist die Übereinkunft der Gelehrten in einer bestimmten Generation. Du kannst nicht querbeet durch alle Generationen, wie soll das gehen? Sagen wir die Generationen heute. Das heißt, die Gelehrten dieser Generation, wenn heutzutage die Gelehrten sagen, zum Beispiel irgendeine neue Droge, sagen wir mal ein paar Namen, das ist zu kompliziert, diese Crystal, was? Zum Beispiel, gab es ja nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch nicht zur Zeit von Abu Bakr, auch nicht von Ibn Taymiyyah. Ja? Diese Sache jetzt, das ist was Neues. So, jetzt kommen die Gelehrten dieser Generation, alle sagen, es ist haram. Dann ist es ein Ijma'. Also es kann auch heutzutage noch einen Ijma' geben. Hauptsache was? Alle, ohne Ausnahme, alle diese Gelehrten haben diese Ansicht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Formen. Haben sie es alle ausdrücklich artikuliert? Oder haben es einige gesagt, die anderen waren still. Imam Shafi'i sagt, nee, wer still war, den zähle ich dann nicht zum Ijma'. Nennt man Ijma' al-Sukuti. Al-Ijma' al-Sukuti, also der stille Konsens. Das bedeutet, stellen wir uns vor, wir sind jetzt alle Gelehrten dieser Epoche. Genießt die paar Sekunden jetzt, ja, als Gelehrte. So, und jetzt sagen hier 5, Wasser trinken ist erlaubt. So, die anderen sagen nichts dazu. Ist das jetzt ein Ijma'? Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Die einigen sagen ja, weil wenn sie es mitbekommen haben, dass ihr gesagt habt und die sind still, das ist ja nicht erlaubt. Ein Alim muss die Wahrheit sagen. Wenn was falsch ist, muss er sagen, das geht nicht. Und wenn er trotzdem ruhig ist, dann ist was? Dann hat er zugestimmt. Ja? Al-Imam al-Shafi'i und wem ihm folgt, die sagen ja, Sekunde mal, vielleicht hat er das gar nicht erst mitbekommen. Also woher weißt du denn, dass als er still war, weil er es gehört hat und zufrieden ist? Das ist jetzt nicht unser Thema. Das, inshallah, das neue Buch von Sheikh Nail, ja, Usul al-Fiqh, da könnt ihr das noch alles durchlesen. Aber auf jeden Fall, Al-Ijma' ist also der Konsens der Gelehrten einer Generation. Es besteht also ein Ijma' über was? Worum geht es jetzt? Fasten von Ramadan. Also es gibt keinen Muslim, gelehrt. Es gibt keinen gelehrten Muslim, der gesagt hat, Ramadan musst du nicht fasten. Ja, aber was ist, wenn man krank ist? Also bitte jetzt keine Ausnahmen jetzt. Es geht um die Regel. Die Regel ist, Ramadan ist Pflicht. Es gibt keinen Khilaf, keinen Meinungsunterschied. Der Beleg dafür, also wir haben jetzt den Konsens, jetzt der Beleg dafür im Koran ist was? Allah Azza wa Jal sagt, Ja ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O die ihr glaubt, vorgeschrieben. Dieses Verb zeigt was? dass es Pflicht ist. Vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und im Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Wenn ihr sie, wen? Wenn ihr sie seht, die Mondsichel, genau, dann fastet. So, und jetzt bleiben wir kurz bei diesem Hadith. Wenn ihr sie seht, also die Mondsichel seht, dann fastet. Und wo weiß ich jetzt, dass es eine Pflicht ist? Es ist eine Befehlsform. Und die Regel lautet, die Befehlsform ist was? Deutet auf die Pflicht hin. Ist das immer so? Wenn ich schon so frage. Aber dann gib mir mal einen Beleg, dass es nicht immer so ist. Es gibt drei Ebenen beim Imperativ, bei der Befehlsform. Jetzt mal allgemein, jetzt nicht nur religiös, allgemein. Entweder ein Höhergestellter sagt einem Niedergestellten, sagt man das so? Bitte? Niedriggestellten ein Befehl oder eine Befehlsform. Dein Vorarbeiter sagt dir, gib mir den Schlüssel. Gib ist was? Befehlsform. Gib mir den Schlüssel. Ist das jetzt freiwillig oder ist es eine Pflicht? Das ist eine Pflicht. Warum? Woher wissen wir, dass das eine Pflicht ist? Ja, und ja? Und die Stellung ist nicht gleich. Das heißt, der Chef sagt zum Mitarbeiter. Oder der Vater zu seinem Sohn. Ist die Stellung? Die Stellung ist nicht gleich. So, untereinander jetzt, du mit deinem Kollegen, sagt er dir, gib mir den Stift. Ist das ein Befehl? Es ist die Befehlsform. Ist es aber eine Pflicht? Das muss der Obere entscheiden. Es gibt keinen Oberen. Du mit deinem Kollegen, gib mir den Stift. Es geht jetzt um wen? Um deinen Kollegen, gleich. Es ist keine Pflicht. Oder? Es ist keine Pflicht, sondern es ist freiwillig. Du kannst ihm geben und wenn nicht, dann ist er vielleicht beleidigt, aber der Chef, wenn du dann nicht machst, was er sagt, dann viel Spaß, gibt es eine Strafe, oder nicht? So, was ist, wenn du deinem Chef sagst, gib mir mehr Geld? Ist das eine Pflicht? Wenn er sie nicht ausführt, wird er dann von dir bestraft? Ist das so? Sondern, was ist das? Wie nennt man das? Eine Bitte. Es ist eine Bitte. Das heißt, wenn derjenige, der auf der niederen Stufe jemanden einen Befehl gibt, der auf der oberen Stufe ist, dann nennen wir das was? Eine Bitte. Wenn du sagst, Allah vergib mir. Vergib ist was? Eine Befehlsform. Muss er dir vergeben? Nein, das ist eine Bitte. Sehr schön. Das ist im Allgemeinen. Also die Befehlsform zeigt nicht immer, dass hier eine Pflicht da ist. Kann eine Pflicht sein, kann eine Bitte sein oder kann auch etwas Freiwilliges sein. Ja gut, aber jetzt in Koran und Sunna. Ist es immer Pflicht? Sallallahu alaihi wasallam. Hier sagen die Gelehrten, die Regel ist, dass es immer Pflicht ist. Außer, wenn es einen Hinweis, arabisch Qarina, gibt, der diese Befehlsform von der Pflicht zur freiwilligen Tat umwandelt. Soll das funktionieren? Beispiel? Und dann? Ja, ein Beispiel. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, betet vor dem Maghrib, sallu qabla al-Maghrib. Also natürlich was? Nach Adhan, nicht vor Adhan. Also zwischen Adhan und Iqama bedeutet das. Sallu qabla al-Maghrib, hat er dreimal gesagt. Wenn das jetzt nur das wäre, dann würden wir sagen, das Gebet vor dem Maghrib ist, weil Sallu heißt was? Betet, Imperativ, Befehlsform. Aber was sagte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Liman sha, wer will. Aha. Das ist also der Hinweis dafür, dass diese Befehlsform nicht eine Pflicht ist, sondern was? Freiwillig. Sehr schön. Diese Werkzeuge brauchen wir, damit wir diese Angelegenheit verstehen. Haben wir hier jetzt einen Hinweis in diesem Hadith? Der Hinweis, barakallahu fikum, muss nicht unbedingt im selben Hadith stehen. Es kann sein, in einem Hadith steht eine Befehlsform, aber in einem anderen Hadith ist ein Hinweis, dass es doch nicht Pflicht ist. Ja, und deswegen muss man immer darauf achten, ein Hadith zu lesen heißt doch lange nicht, dass du alles verstanden hast. Hier steht, wenn ihr sie seht, dann fastet. Es gibt keinen Hinweis, weder in diesem noch im anderen Hadith, dass es freiwillig, also gemeint ist. Also ist das Fasten vom Ramadan Pflicht gemäß Ijma', Koran und Sunnah. Ja? Das Fasten, barakallahu fikum, wurde innerhalb von 3 Phasen zur Pflicht. Wurde nicht sofort zur Pflicht. Ja? Es wurde ja endgültig dann im 2. Jahr nach der Hijra zur Pflicht. So war zu Beginn nur das Fasten des Tages Ashura, also dem 10. des 1. Monats im islamischen Kalenderjahr, Pflicht. Und darauf weist die Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hin, diesen Tag zu fasten. Es gibt Ahadith, in denen steht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auferlegt, Ashura zu fasten. Doch diese Aufforderung wurde dann abrogiert, nasch, also nicht mehr gültig. Die 2. Phase bildete die Wahl zu fasten oder auch nicht. Und dazu sagt Allah Azza wa Jal, und denjenigen, die es zu leisten vermögen, also zu fasten, aber sie wollen es nicht, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch. Aber dieser Hadith wurde dann in der 3. Phase, diese Ayah, auch abrogiert. Durch was? Durch die Aussage Allahs, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Das heißt was? Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Soll, also der muss ihn fasten. Und das ist natürlich das Endgültige. Was ist jetzt der Sinn, dass dieses Gebot stufenweise kam? Was ist der Sinn? Ja? Genau. Dass sich die Leute so langsam aber sicher daran gewöhnen. Das ist wichtig in der Da'wah. In der Da'wah ist das sehr wichtig, dass man mit den Leuten sachte umgeht. Das heißt nicht, Achtung, Achtung, das ist sehr wichtig jetzt. Es ist ein Unterschied, ob ich Verbotenes erlaube und sage, ja, ich mache das, weil stufenweise. Nee, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Also jemand kommt zu dir und sagt, darf ich Alkohol trinken? Na gut, fangen wir mal jetzt mit der 1. Phase der Dauer an. Ja, du darfst Alkohol trinken. Das darfst du natürlich nicht. Du kannst nicht sagen, ja gut, aber ich will ja so, die Sahaba haben ja auch Alkohol getrunken. Und dann sage ich dem nach 2 Wochen, komm mal her, Bruder, ja? Ja, jetzt darfst du Alkohol trinken, aber nicht mehr, wenn du beten willst. So wie die Sahaba auch. Ja, und dann nach 3 Monaten sagt, und jetzt darfst du gar keinen Alkohol mehr trinken. Darf ich das so machen? Natürlich nicht. Allah Azza wa Jalla sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt, vervollkommnet. Das heißt, du darfst nicht mehr das machen, was in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschah. Aber was darfst du machen? Das heißt, du darfst nicht etwas legalisieren, was verboten ist. Und du darfst nicht etwas verbieten, was erlaubt ist. Darfst du nicht. Aber was darfst du machen? Du darfst jemanden, wo du siehst, der macht noch eine Sünde, du darfst das erst einmal ignorieren und ihn nicht darauf aufmerksam machen, um eine andere Sünde erst einmal zu behandeln. Yani. Du siehst einen, der betet nicht und hat eine Halskette. Halsketten sind nicht erlaubt, nur für Frauen. Dann fängst du mit ihm an, Bruder, guck mal, wie wär's, wenn du betest und so weiter, das Gebet ist wichtig und so, ja, wie denn, wo und so. Wenn er gebetet hat, hast du gesagt, die Haskat ist erlaubt? Hast du ihm nicht gesagt. Du hast ja nichts erlaubt, was verboten war oder verboten ist. Aber du hast es nicht angeschnitten. Du hast es mal beiseite gelegt. Das ist erlaubt und das nennt man Tadarruj, also stufenweise Da'wa machen. Und das ist wichtig, weil wenn jetzt ein neuer Muslim kommt oder jemand, der zurückgekehrt ist zum Islam und du sagst, bitteschön, das ist der Katalog Islam, ja, also die Kette weg, die Knöchel da hoch, die Hosen und so weiter und so fort und das weg, raus aus der Arbeit und mach das und beten, Qiyam Layl und montags, dienstags, das hält er ja nicht aus. Alhamdulillah. Das bedeutet, du machst das schrittweise. Und je nachdem natürlich, nach dem Schwierigkeitsgrad dieser Sünde. Schirk ist natürlich, also wenn du dem sagst, hör mal zu, du musst fasten und der ist Muschrik. Was haben wir jetzt davon? Ja? Sondern erst einmal redest du über Schirk. Nicht, also wenn er noch nicht Muslim ist, würdest du dann nicht gerne den Islam annehmen und guck mal, Allah Azza wa Jalla hat uns erschaffen und so weiter und so fort. Ja? Hat er das gemacht? Woher lernen wir das? Wer sagt denn das? Das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er den Gefährten Mu'adh ibn Jabal radiallahu an nach Jemen geschickt hat, hat er ihm gesagt, du wirst Leute des Buches vorfinden, also Christen. So soll das Erste, wozu du sie aufrufst, sein, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie dir folgen, dann sage ihnen, dass Allah ihnen das Gebet 5-mal auferlegt hat. Wenn sie dir folgen, dann sage ihnen, dass Allah ihnen auferlegt hat, Zakat zu bezahlen. Wenn, dann. Er hat ihm nicht gesagt, alles auf einmal. Hat er denen gesagt, ihr müsst kein Zakat bezahlen? Nee, hat er nicht. Aber er hat erst einmal die Sache des Iman gründlich erklärt. Und wenn sie das genommen haben, okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Beten. Hat er über Zakat? Ne, noch nicht. Haben sie gebetet? Dann rede ich über Zakat. Das ist wichtig, weil viele, besonders wenn neue Muslime kommen, den Islam annehmen, will jeder ihm einen Tipp geben. Und wenn der eine ihm schon gebetet hat, ja, ich muss jetzt auch meinen Senf dazugeben, ja, die Kette weg und oh, jetzt, das wollte eigentlich ich sagen. So. Und jetzt kommt der dritte und die Hose hoch und ja, nee, vom Knöcheln meine ich jetzt. Ja. Und so weiter und so fort. So funktioniert das nicht. Sondern man muss verstehen, dass er erst einmal beten soll, das Gebet richtig verrichten soll, dass er zum Beispiel Fatiha lernen soll, also sich mit den Sachen beschäftigen soll, die jetzt dringend anstehen. Und danach kommt Ramadan, dann werden wir über Ramadan reden. Ja? Hat er genug Geld und kann und will zu Hajj, dann reden wir über Al-Hajj. Es geht also in diesem Hadith, den ersten Hadith, also geht dem Monat Ramadan nicht mit einem oder zwei Tagen voraus, über das unmittelbare Fasten vor Ramadan. Es besteht also ein Konsens unter den Gelehrten, dass derjenige, das ist jetzt eine andere Sache, dass derjenige, der für gewöhnlich Tage fastet, wie zum Beispiel das Fasten von montags oder donnerstags, selbst dann fasten darf, wenn er einer dieser Tage am Ende des Monats Scha'ban fällt. Da gibt es keinen Khilaf. Also worüber gibt es keinen Khilaf? Dass derjenige, der fastet und einer dieser Tage fällt, auf diese Tage, bevor der Monat sich fällt. Genau. Barakallahu fiik. Ibn Uthaymin sagt, in diesem Hadith verbietet der Gesandte der Ummah, sallallahu alaihi wasallam, dass sie unmittelbar vor dem Monat Ramadan fastet. Die Rede, die an die Gefährten gerichtet ist, ist ebenso der gesamten Ummah gerichtet. Ach, guck mal, was er jetzt für eine Information von diesem Hadith ableitet. Worum geht es jetzt? Noch einmal. Die Rede, die an die Gefährten gerichtet ist, ist ebenso der gesamten Ummah gerichtet. Heißt was? Das, was er ihnen empfohlen hat, uns auch Genau, weil da, wenn heutzutage jemand daherkommt und sagt, ja, ja gut, das hat er zu dem Gefährten sowieso gesagt. Ich bin ja nicht der Gefährte sowieso, also gilt es für mich nicht. Nein, nein. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem Menschen einen Befehl gibt, dann gilt die Regel, dass dieser Befehl für alle Menschen gilt, außer wir haben einen Hinweis, dass dieser Befehl nur dieser Person gilt. Ist das klar? Also das ist eine Grundregel. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Befehl gibt oder etwas Wünschenswertes sagt, also dass man es machen soll, dann gilt das für die ganzen Menschen, also für alle Muslime. Und alle Menschen sollen sich natürlich daran halten. Und außer es gibt einen Hinweis, nein, er meinte nur diesen einen Sahabi. Und da gibt es einige Sachen, kommt inshallah mit, wenn wir über andere Sachen im Fasten reden. Ebenso ist die Rede, welche an einen Gefährten gerichtet ist, an alle Gefährten gerichtet. Also wenn er einen Gefährten angesprochen hat, gilt das für alle anderen. Daraus folgt, dass die Rede, die an einen Gefährten gerichtet ist, an die gesamte Umma gerichtet ist. Ja, das ist ja klar, das ist so eine Folgerung. Also verbietet der Prophet, dass man 1 oder 2 Tage vor Ramadan fastet. Warum? Warum verbietet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man vor Ramadan fastet? Was ist daran so schlimm? Fastest heute und morgens Ramadan. Ja? Kann sein, dass der Monat schon eingetroffen ist, aber dann die falsche Absicht hatte. Okay, dass man die falsche Absicht gehabt hatte, ja? Vielleicht, weil im anderen Hadith heißt, ihr sollt erst fasten, wenn ihr den Mond seht. Okay, und dann? Ja gut, das ist ja dann, hier geht es ja nicht, dass ich sage, jetzt ist Ramadan. Ich weiß ja, morgen ist Ramadan. Zum Beispiel. Stell dir mal vor, wir sehen, Scha'ban hat 30 Tage. Dann weiß ich ja, wann Ramadan ist. Vielleicht in diesen 2 Tagen wird klar sein, wann ist das genau Punkt der Beginn. Ja, ich sage ja. 28. Scha'ban, oder besser gesagt, genau. 29. Scha'ban, gucke ich, gibt keinen Mond. Dann weiß ich, morgen ist was? Der 30. Dann weiß ich, übermorgen ist was? Ramadan. Ich weiß ja, dass übermorgen Ramadan ist. Ich faste aber morgen, freiwillig. Was ist denn daran so schlimm? Ja, ich faste doch freiwillig. Ich faste nicht als Ramadan. Also die Nia habe ich freiwillig. Ich habe nicht die Nia, okay, ich mache trotzdem Ramadan. Nein, nein, ich weiß, übermorgen ist Ramadan. Aber morgen faste ich. Wo ist das Problem? Okay, es spricht gegen den... Ja, wie? Eher nicht, ja? Ja, ja, aber die Frage ist, warum ist es Fasten von Yawm al-Shak haram? Eid ist auch verboten. Ja. Mhm. Die Ulama haben mehrere Gründe erwähnt. Ein Grund, sagt Ibn Uthaymin, es wird gesagt, damit sie ihre Kräfte sammeln, um den Monat Ramadan zu empfangen. Zum Beispiel. Denn fastet man vor Ramadan 1 oder 2 Tage, dann wird man müde, doch diese Begründung ist schwach. So. Denn wäre dies tatsächlich der Grund, weiter? Nein, nein, haltet euch an diesen Hadith. Nein, nein, es geht um diesen Hadith. Dann dürfte derjenige, der regelmäßig fastet, auch nicht fasten, wenn es um Müdigkeit geht, oder nicht? Ja, nee, afwan. Wenn derjenige, der montags immer und donnerstags fastet, wenn wir sagen, du darfst fasten. Und der andere, der nicht regelmäßig fastet, dem sagen wir, Sekunde, du wirst müde. Ja, und was mit dem anderen? Der wird doch auch müde. Ja, nee, nee, aber es geht ja um den Tag. Es geht jetzt nicht darum, dass er lange trainiert hat. Also, denn wäre dies tatsächlich der Grund, dann wäre das Fasten 4 Tage vorher umso verbotener. Doch der Hadith deutet darauf hin, dass dies erlaubt ist. Also, dass man mehr als diese Tage fastet und wenn man frei wird, also wenn man gewöhnlich fastet. Ebenso wurde argumentiert, dass der Grund des Verbots sei, dass man zwischen der Pflicht des Pflichtfastens und dem freiwilligen Fasten unterscheidet, wie ihr gesagt habt. Auch diese Begründung ist zweifelhaft. Warum? Denn wäre dies der Grund, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen demjenigen, der gewöhnlich fastet und wer nicht regelmäßig fastet. Also wäre das Verbot allgemein. Denn was hatten die Absicht jetzt damit zu tun? Ist das klar? Oder nicht? Wenn du wegen Montag fastest oder einfach so fastest, weil wenn du wegen Montag fastest, darfst du ja fasten. Aber wenn du einfach so fastest, darfst du nicht fasten. Also hat die Absicht überhaupt nichts verloren. Verstehst du? Immer noch nicht? So eine andere Absicht. Ja, also, was hat das mit der Absicht zu tun? Weil selbst wenn du mit der anderen Absicht fastest, dann ist es ja erlaubt. Und wenn du aber mit der Absicht fastest, dass es freiwillig ist, ist es verboten. Also was sagt er denn, wäre dies der Grund, dann gäbe es keinen Unterschied. Die dritte, es wurde auch gesagt, dass die Ursache jene sei, damit die Menschen es nicht als Vorsichtsmaßnahme machen, denn dies wäre eine Übertreibung in der Religion. Und das ist etwas sehr, sehr Fantastisches. Es gibt so Leute, die übertreiben es immer in der Religion. Die müssen immer Sicherheitsmaßnahmen machen. Das gehört nicht zur Religion. Mach das, was erlaubt ist und unterlasse das, was verboten ist. Aber, dass man dann übertreibt, Al-Ghulu in der Religion, das ist nicht erlaubt. Und es wurde argumentiert, dass der Grund sei, dass niemand denkt, es gehöre zum Monat Ramadan, denn damit würde man dem religiösen Gebot widersprechen, welches besagt, dass das Fasten von der Sichtung der Mondsichel, das wurde hier auch erwähnt, abhängig ist. Letzte und vorletzte Argumentation sind die wahrscheinlicheren. Welche Lehren gibt es aus diesem Hadith? Natürlich viele, jetzt einige. Erst einmal das Verbot, das haben wir ja erledigt, dass man vor Ramadan fastet. Jetzt gibt es aber, oder bevor wir das machen, viele Gelehrte gehen davon aus, dass die Aufforderung zur Unterlassung besagt, dass es makruh ist. Aha. Also lernen wir jetzt was. Nicht jede Aufforderung zur Unterlassung heißt sofort, dass es haram ist, sondern was haben wir noch im Islam? Makruh. Also nicht wünschenswert. Und einige sagen, ja, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir sollen nicht vorher fasten, aber meint nicht, dass es haram ist. Ja, was ist es dann? Es ist makruh. Diejenigen, die es als Verbot ansehen, dass es haram ist, gingen von der Aufforderung zur Unterlassung aus. Welche Aufforderung zur Unterlassung? Hat gesagt, geht nicht dem Monat Ramadan mit 1 oder 2 Tagen voraus. La taqaddamu. Das ist eine Aufforderung zur Unterlassung. Macht's nicht. Das ist die Aufforderung zur Unterlassung. Hingegen sind diejenigen, die es als makruh ansehen, von der Ausnahme ausgegangen. Was heißt denn das? Die haben gesagt, ja, Sekunde mal. Aber der montags fastet oder donnerstags fastet, der darf ja. Also kann es nicht haram sein, sondern was? Makruh. Hier lernen wir was daraus. Barakallahu fikum. Ein und derselbe Hadith kann unterschiedliche Gebote, man kann unterschiedliche Gebote ableiten, je nachdem, wie du diesen Hadith verstehst. Und das ist wichtig zu verstehen, dass man, wenn man sieht, der andere, der macht was anderes und folgt einer anderen Rechtsschule, dass man nicht gleich denkt, der ist irregeleitet, der Mann. Ja? Sondern, dass man denkt, okay, respektiert. Jazakallahu khairan, mashallah, du hast deinen Beleg, ich habe meinen Beleg. Ja? Denn das fehlt leider heutzutage, dass man immer denkt, wann ist der Al-Imam al-Shafi'i sagt, meine Ansicht ist richtig und kann aber auch falsch sein. Und die Ansicht des Gegenübers ist falsch, kann aber auch richtig sein. Ich meine, warum folgt er seiner Ansicht, wenn er nicht denken würde, sie wäre richtig? Aber er hat immer noch ein Türchen offen, kann aber auch falsch sein. Und Al-Imam al-Tirmidhi sagt, sie sahen als Makruh an, dass man vor Eintritt des Monats Ramadan wegen Ramadan fastet. Al-Imam al-Tirmidhi, ja, bekannt, ja, Sunan al-Tirmidhi, der sagt, Gelehrten sagen, es wäre Makruh. Der nächste Punkt ist, dieser Hadith beschränkt das Verbot auf 1 bis 2 Tage. Und die Rechtsschulen sind sich nicht einig, ob dieses Verbot auch die Tage vorher umfasst. Das steht ja nicht in diesem Hadith. Viele der schafiitischen Rechtsschule sagen, dass ab dem 16. nicht mehr gefastet werden darf. Also die zweite Hälfte von Scha'ban. Sie argumentieren dafür mit dem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانْ فَلَا تَصُومُوا. Wenn der Monat Scha'ban zur Hälfte gelangt, dann fastet nicht. Die Mehrheit der Gelehrten hingegen vertreten die Ansicht, dass es erlaubt ist, auch in der zweiten Hälfte von Scha'ban zu fasten. Und dabei gibt es unter ihnen manche, die den Hadith als unauthentisch eingestuft haben. Die haben gesagt, dieser Hadith ist sowieso unauthentisch. Punkt, aus, Ende, Schluss. Also darfst du fasten. Dazu gehört zum Beispiel Ahmad und Ibn Ma'in und andere. Doch Ibn al-Qayyim sagt was anderes. Ibn al-Qayyim sagt was? Er sagt, nee, dieser Hadith ist authentisch. Aber du kannst trotzdem fasten. Wie denn das? Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn der Monat Scha'ban zur Hälfte kommt, sollst du nicht fasten. Du sagst, du darfst fasten. Was sagt er? Er sagt, dieser Hadith ist gemäß den Bedingungen von Imam Muslim authentisch. Haben wir ja vorhin gesagt. Ja? Also ist er was? Authentisch. Auch wenn ihn der Überlieferer Al-Ala alleine überliefert, weil das ist ja der Grund, warum einige gesagt haben, nee, dieser Hadith ist nicht authentisch, weil es einen gibt in der Überlieferungskette, der ist alleine da. Da gibt es nicht mehrere, die diesen Hadith gehört haben. Denn dieser Überlieferer ist vertrauenswürdig und Muslim selbst, Imam Muslim selbst hat von ihm über seinen Vater und über Abu Huraira Hadithe in seinem Sahih-Werk überliefert. Also wenn es Muslim gemacht hat, dann wissen wir was? Die Leute, die in Sahih Muslim sind, das sind authentische Menschen. Was den Widerspruch zu den Hadith angeht, die darauf hindeuten, dass man Scha'ban fasten darf, also dieser Hadith sagt ja, du darfst nicht, die zweite Hälfte. Und die anderen Ahadith, zum Beispiel, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam den ganzen Monat gefastet hat, sagte Aisha, fast den ganzen Monat gefastet hat. Das ist ja jetzt offensichtlich ein Widerspruch. Auf der einen Seite, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat fast den ganzen Monat Scha'ban gefastet. Auf der anderen Seite, du sollst in der zweiten Hälfte nicht fasten. Ja, was jetzt? Der Hadith, also, denn diese Hadithe handeln über das Fasten der zweiten Hälfte inklusive der ersten. Also der Hadith, bei dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, oder bei dem Aisha radiallahu anha sagt, dass der Rasul sallallahu alaihi wasallam fast den ganzen Monat Scha'ban gefastet hat. Worum geht es hier? Genau, er hat schon in der ersten Hälfte angefangen und hat in der zweiten Hälfte des Monats weitergemacht. Der Hadith, den Al-Ala überliefert, jetzt den anderen, wenn der Monat Scha'ban zur Hälfte kommt, dann fastet nicht, deutet darauf hin, dass das Verbot dann gilt, wenn man vorsätzlich mit dem Fasten zur zweiten Hälfte des Scha'ban beginnt. Also man verschläft die ersten 2 Wochen. Ab dem 16. Scha'ban, ach, weißt du was, ich fange an zu fasten. Ja, guten Morgen, jetzt ist es zu spät. Jetzt gilt dieser Hadith, wenn die zweite Hälfte begonnen hat, darfst du nicht fasten. Und hier lernen wir auch wieder was. Wenn ich 2 Ahadith habe, die offensichtlich sich widersprechen, muss ich versuchen, zuerst einmal sie zu vereinen, bevor ich einen ganz ablehne. Denn den Hadith umzusetzen, ist vorzuziehen, und zwar was? So vorzuziehen, den Hadith abzulehnen. Dann der nächste Punkt, den wir aus diesem Hadith lernen. Hier steht im Hadith, außer einem Mann, der für gewöhnlich fastet. Heißt das, dass es nicht für die Frauen gilt? Illa rajul. Das heißt also, außer einem Mann. Aber das steht ja nicht da. Genau. Die Regel lautet, Ibn Uthaymin sagt, Rahimahullah, denn bei den Geboten sind die Männer und die Frauen grundsätzlich gleichgestellt, außer wenn es einen Beleg gibt, der dies einschränkt. Genau. Das heißt, wenn nicht explizit erwähnt wird, die Frauen sollen es nicht machen, und es steht, Männer sollen das tun, dann sind hier Männer und Frauen gemeint. Okay? Erst wenn es steht, nein, die Frauen sollen es nicht machen. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns mit diesem Teil begnügen und inshallah dann übernächste Woche bi'idhnillahi ta'ala weitermachen. Es sind noch viele Punkte aus diesem Hadith und wir sehen, wie man mit Ahadith arbeiten oder wie die Ulama mit den Ahadith arbeiten und wie sie die Lehren davon ableiten. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.